Herr Präsident, verehrte Ratspräsidentschaft, Herr Kommissar, werte Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte mich bei der finnischen Ratspräsidentschaft ausdrücklich dafür bedanken, dass Sie dieses Thema so ernst nehmen. Und ich möchte mich auch bei der Kommission dafür bedanken, dass Sie sich diesem Thema so intensiv widmen. Das Europa, das schützt, muss in allererster Linie seine eigenen Werte und das heißt auch seine Demokratie schützen und die europäische Souveränität. Und darum geht es in dieser Auseinandersetzung. Wir müssen nicht nur in eine Richtung umsichtig und vorsichtig sein. Es gibt nicht nur aus Russland nachgewiesenermaßen Einmischungsversuche. Es gibt solche auch von Herrn Erdogan aus der Türkei. Die totalitäre Führung Chinas möchte gerne ökonomische Abhängigkeiten ausnutzen. Und auch reaktionäre Kreise aus den USA haben schon versucht, sich in die europäische Demokratie zu unserem Nachteil einzumischen. Ich glaube, es ist ein Teil einer großen Auseinandersetzung zwischen einer sich entwickelnden autoritären Internationale und dem internationalen Eintreten für Demokratie. Damit wir das nicht verlieren, dürfen wir aber nicht nur darauf sehen, welche anderen sich bei uns einmischen wollen, sondern wir müssen selber dafür sorgen, dass keine Spaltungslinien entstehen in Europa, die durch andere ausgenutzt werden können. Das gehört auch zu dieser Verteidigung unserer Demokratie und Souveränität. Dankeschön. Dankeschön.